aufregend. Ja. Da ist doch noch gar nichts los. Ist doch noch niemand da. Es hat doch noch gar nicht angefangen. Aber wir beide sind doch da. Und all die Leute. Aber die Spieler sind doch noch nicht da. Ach, Spieler kommen auch noch. Was ist das aufregend? Sagen Sie mal, Sie sind wohl noch niemals auf dem Fußballplatz gewesen, was? Nein, es ist das erste Mal, dass ich ihn überhaupt... Doch, es ist alles so aufregend. Ja, ist ja gut. Heben Sie sich Ihre Aufregung für später auf, fürs Spiel. Spiel? Oh mein Gott, muss ich da etwa mitspielen? Nicht Sie, die Spieler spielen. Ach, die Spieler spielen. Das ist ja logisch. Und das Spielfeld, das wird von weißen Linien begrenzt. Und die beiden Holzgestelle da rechts und links. Ach, die Teppichklopfstangen. Das sind die Tore mit den Netzen dran. Netze? Ja. Ach, wollen denn die hier Fische fangen? Nein, Bälle. Bälle? Ja. Ach, das ist ja ein merkwürdiges Spiel. Mit dem Netz Bälle fangen? Wie viele Bälle haben die denn? Einen. Einen? Na, wozu haben sie denn dann zwei Netze? Weil... Oh, Mann! Ach, darum! Was ist das? Achtung, jetzt kommt gleich der Einlauf. Der Einlauf? Naja, die Mannschaften laufen ein. Die laufen ein? Wie hat man sie denn zu heiß gewaschen? Warum lässt man sie denn in ihrer natürlichen Größe spielen? Achtung, jetzt kommt gleich der Anpfiff. Um Gottes Willen, wer kriegt denn da einen Anpfiff? Das Spiel wird angepfiffen. Na, was hat denn auch da nichts Böses getan? Ja, sehr schön, nach vorne. Und Kopfball! Kopfball? Ich denke, wir spielen hier Fußball. Oh, das hat er aber voll aufs Köpfchen bekommen. Aber woraus ist denn der Ball? Aus Leder. Na, ist das nicht ein bisschen hart? Die armen Jungs. Kann man da nicht was Weicheres nehmen? Schaumgummi oder so? Sie sagen sie doch mal. Mensch, Sie regen mich vielleicht auf, Mann. Ich rege Sie auf? Warum ist das auf? Ja. Sehr schön. Prima. Au. Haben Sie gesehen, wie der eben die Bombe gehämmert hat? Eine Bombe gehämmert? Ja, sind denn das hier Anarchisten? Sag mal, wer ist denn der schwarze Mann da unten? Das schwarze Männchen, der Herr in Schwarz. Ist das ein Priester? Priester? Mensch, das ist der Schiedsrichter. Ach, dass da auch ein Richter mitspielt. Aber ich weiß, ein Richter in so einem kurzen Höschen. Na ja, gibt einen Einwurf. Ich hätte ja auch einen Einwurf zu machen. Mensch, du, halten Sie doch endlich mal die Klappe. Sie sehen doch, dass es jetzt spannend wird da unten. Hey. Pfui. Kitty geht. Was ist denn jetzt wieder Ekliges passiert? Faul! Ja, irgendwie riecht es hier auch so. Ja, richtig die Entscheidung. Gut, der Mann, prima. Edge, 11 Meter. Jawohl, nur so. Und? Tor! Ich sehe gar kein Tor, nicht mal ein Türchen. Tor! Mensch, wenn der Ball über die Torlinie ins Netz rollt, dann nennt man das Tor. Na, nun schwenken Sie Ihr Fähnchen, Mann. Hurra! 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 Ja,
Was ist denn das? Warum erdrücken die den Mann denn jetzt da? Na, die freuen sich, dass der ein Tor geschossen hat. Aber da brauchen sie doch nicht gleich umzubringen. Ach, und jetzt küssen sie ihn auch noch. Mitten auf dem Rasen. Ah, ja, 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 sehr gut. Weiter so, Jungs. Und jetzt decken, decken. Also, wie die Tiere. Haben Sie gesehen? Das war eine Kerze, was? Eine Kerze? Ach, das ist ja schön. Das gibt immer Stimmung mit einer Kerze. Ja, ja, und jetzt nach vorne wieder. Ab geht die Post, joll! Und Pass! Pass? Reicht denn nicht im Personal aus? Und das schon wieder? Elfmeter! Elfmeter jetzt aber! Na, jetzt aber Elfmeter! Quatsch, Elfmeter! Nein? Na, dann eben nur 10 Meter! Oh, 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 eine erregende Szene. Oh, wo denn? Da, da. Porno vor all den Leuten. Das ist ja Horror. Tor, Tor, Tor. Diesmal auf der anderen Seite. Gemacht. Mit dem Fuß auch noch. Sowas von geschickt. Mensch, sie Trottel! Ist es doch für die anderen. Ach so. Ist es so richtig? Tor! 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 Jetzt wäre ich gleich wahnsinnig. Sagen Sie mal, wer soll denn Ihrer Meinung nach das Spiel hier heute gewinnen? Ach so. Gewinnen kann man auch noch. Oh, ist das aufregend. Naja, der junge Mann da unten in der grauen Uniform. Ist doch der Sanitäter. Ach, dass da auch ein Sanitäter mitspielt? Der spielt doch gar nicht mit. Na, was will er denn dann da? Der wartet, bis jemand umfällt. Na, und dann? Dann kommt er. Wenn einer umfällt? Ja, das sagte ich doch bereits. Na und wann fällt einer um? Wenn Sie mich noch weiter so dämlich anquatschen, falle ich gleich tot um. Ach ja, wirklich? Ach, sagen Sie was mit dem Rasen da unten. Kann man da nicht Schafe nehmen? Muss man da extra Fußball drauf spielen, um ihn zu mähen? Oi! Sanitäter!